Commandos, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut, und willkommen zu einem neuen Part hier von Mario Galaxy. Wir befinden uns im 11. Part, meines Wissens nach. Das hat irgendwie schön geflowt, hatte ich gerade irgendwie das Gefühl. Und wir sind mitten im Eisvulkan. Ein sehr schöner Kontrast. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man das Stilmittel im Deutschen nennen würde. Lavaweg im Land des Eises. Es war nicht Kontrast. Es gab, glaube ich, noch irgendwie ein anderes Stilmittel dafür. Oh. Und hier haben wir, glaube ich, das allererste Mal die Feuerblume, die wir jetzt gerade schon gesehen haben. Passend dazu konnten wir jetzt ein, zwei Mal die Eisblume verwenden. Und jetzt ist, glaube ich, auch der allererste Auftritt der Feuerblume, wenn ich mich nicht täusche. Und ich bin mir schon ziemlich sicher dabei, dass es das allererste Mal die Feuerblume ist, weil ich meine, wir hatten bisher noch keine Feuerblume und wir haben ja jedes Level mitgenommen, was geht, und jeden Stern auch mitgenommen, was irgendwie geht. Habt ihr gerade diesen sexy Dreisprung gesehen? Der war schon anders, wie Thomas. genau. So, warte mal, vorsichtig. Perfekt, das kriegen wir hier einigermaßen gut hin. Genau, ich meine, hier kann eigentlich gar nicht mal so viel passieren. Von daher, erster Auftritt. Das wird doch sexy Maxi. Schöner Sternring in der Mitte. Was geht? Freunde, Vorproduction sitzt. Oder ich probiere zumindest heute einige Parts aufzunehmen, weil es für mich am Wochenende auch ins Gym geht. Am Wochenende, genau. Weil es jetzt am Nachmittag für mich ins Gym geht. Und ich bis dahin auch gleich noch eine Hauptkanalaufnahme machen möchte, um, wie gesagt, die Vorproduktion so ein bisschen voranzubringen. Und da ich jetzt aktuell Sport bis zum Sommer sehr ernst nehmen möchte, aufgrund des ominösen Sportevents, was im Sommer, opala, das wollte ich nicht machen, im Sommer ansteht. So, genau, ich wollte hier einmal drauf landen, aber auf süß. Ach, das geht ja nicht. Ach, Digga, das ist wirklich das Einzige, was mich an Mario Galaxy schon so ein bisschen... Ja, will ja nicht sagen wütend macht, aber schon so ein bisschen, wo ich mir so denke, ja, muss sowas sein? Junge, wir haben gerade einfach so einen riesigen Abteil geskippt, das ist ja unglaublich. Muss man das Feuer ausmachen? Geht nicht. Warte mal, muss man die Münze dort hinten einsammeln? Ist sie relevant? Wahrscheinlich ja. Die wird ja nicht ohne Grund hier sein. Und wir wurden natürlich noch richtig schön hops genommen von dem. Sehr, sehr geil. Ja, genau. Also Sport bis im Sommer wird sehr ernst genommen. Vor allem halt auch Ausdauer und Kraft irgendwo. Also eine Mischung aus Ausdauer und Kraft ist tatsächlich jetzt so mein Ziel bis zum Sommer fürs Sportevent. Und diese Woche lief richtig gut. Also wenn ich heute Nachmittag ins Gym gehe, war ich diese Woche dreimal beim Krafttraining und zweimal beim Cardio. Genau, einmal Feuer da reinsliden lassen und hier. Geil! Und so schaltet man einen neuen Weg frei, womit wir rüberkommen. Vor allem dieses Level habe ich als sehr, sehr lang in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, warum ich damals so lange gebraucht habe. Ja, generell habe ich damals für viele Dinge irgendwie deutlich länger gebraucht. Einmal nach oben bitte. Genau, und diese Woche habe ich Dienstag das allererste Mal Cardio-Training gemacht, was eigentlich auch schon ordentlich reingehauen hat. Und Freitag war ich das allererste Mal seit Jahren joggen. Und ich bin direkt mit einem Kollegen 5 Kilometer gelaufen, was schon sehr, sehr ordentlich ist tatsächlich, so fürs erste Mal nach sehr, sehr langer Zeit. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe. Ich würde sagen, irgendwie 30 bis 35 Minuten. Wir hatten leider keinen Tracker dabei. Das wäre nochmal ganz interessant zu sehen, so die Steigung, die jetzt in den nächsten Wochen ansteht. So, hallo. Boah! Der Wurf ist eigentlich gar nicht mehr so leicht, wie ich finde. Das instant hinzubekommen? Not bad. Naja, auf jeden Fall 5 Kilometer und ich war wirklich danach so heftig im Arsch. Aber es tat auch so gut, einfach zu wissen, ey, man hat es durchgezogen. Obwohl man keine Energie mehr hatte, man hat es durchgezogen. Von meinem Problem war nicht mal die Ausdauer, sondern einfach die Kraft in meinen Beinen. Ich habe für mich einfach gemerkt, Alter, die Kraft in den Beinen ist so heftig verloren gegangen jetzt über die Jahre hinweg mit YouTube und Co. Weil ich meine, ich sitze ja den ganzen Tag nur und arbeite am PC. Und deswegen war das schon sehr heftig, das so zu sehen, wie schwach meine Beine einfach über die Jahre hinweg geworden sind. Das war anders. Also die Wadenmuskulatur hat eigentlich sehr stark nachgelassen. Das war jetzt so mehr oder weniger das Problem beim Joggen, was ich gemerkt hatte. Aber ja, da probiert man natürlich jetzt hinzuarbeiten, dass es gut voran geht. Einmal weg mit dir.
Verreckt man in der Lava direkt oder hat man hier auch solche Lava-Jumps, wo man einfach nur ein bisschen Damage bekommt? Keine Ahnung. Ich wollte es jetzt ehrlich gesagt nicht ausprobieren, wenn der Stern schon mal gespawnt ist. Bam. Da ist das Ding hier. In der wunderbaren Eis-Lava-Galaxie. Geil. Nimmt man mit. Speichern. Na klaro, Maestro. Das speichern wir aber auf ganz süßer Basis. Und alright, weiter geht's. So, der Anflug auf Schattenkomet. Alter, da haben wir schon direkt ein Wettrennen gegen Shadow Mario. Schatten Mario, zeig mal, was du kannst, du süße Maus. Okay, überhol den Schatten. Eiskalt. Step ich den Club mit meinen Jungs. Uralter Song. Ich weiß gar nicht mehr, ob den, wahrscheinlich eher Bowser-Community werden, Culture Candela, Safe Call kennen. Culture Candela ist wirklich so meine absolute Jugend gewesen. Ich war in der 4. Klasse, aber trotzdem hat jeder diesen Song gekannt und irgendwie war das sehr, weiß ich nicht, populär, dieser Song. Sehr beliebt. Und ich weiß nicht, warum. Wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, vor allem als Kind. Hi, Schatten Mario. Weißt du, es ist mir immer wieder eine Ehre, gegen dich ein Wettrennen zu machen. Weißt du das eigentlich? Nur, dass du ultra cringe unterwegs bist und nicht solche saftig-maftigen Longjumps nutzt, so wie ich es tue. Deswegen wirst du auch... Ah! Woo! Eiskalt eingeholt. Aber auf süß. Und das ist immer wichtig zu sagen, dass irgendwas auf süß passiert. Der Sprung am Ende geht auch. Geil! Schatten Mario, was willst du tun, Junge? Kein Problem gegen Mario. Das war wirklich easy. Aber auch das gar nicht mal so einfach, dieses Level. Wenn du die normale Route gehst und gegen Schatten Mario antrittst, kann schon irgendwo knapp werden. Wir müssen einmal ausprobieren, wenn ich dran denke. Mir fällt es immer erst ein, wenn ich ein Level abgeschlossen habe, dass man am Ende so wartet, wie lange Schatten Mario noch braucht, um zu uns zu kommen, um nochmal den absoluten Vorsprung zu sehen. Einfach als kleine Machtdemonstration, Kappa. Okay, jetzt kommt, glaube ich, die Route, die wir im letzten Part abgelaufen sind. Zwischen eiskalt und glutheiß. Na, sieh mal einer an, das ist exakt dieselbe Route. Wie vorhin mit Schatten Mario. Sind wir denn die? Starten wir direkt bei der Route? Nein, wir starten erstmal auf diesem Mini-Planeten hier. Hallo, lieber Mini-Planet. Wie geht's, lieber Mini-Planet? Ich hoffe, dir geht's gut, lieber Mini-Planet. Man kann sich aber ducken und muss wahrscheinlich hier entlang. Jo. Es ist einfach der Orientierungsboss, Freunde. Der immer die Orientierung behält. Auch zwischen eiskalt und glutheiß. Ist aber echt schon saugeil, diese Kombination. Wisst ihr, mich würde es echt interessieren, was es da draußen im Universum so für Planeten gibt. Ob es, wie verrückt diese Planeten wohl aussehen. Das ist so interessant, dieses Thema. Aber so schade, dass wir das wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen werden, weil es einfach zu lange dauern wird mit der Technologie und so. Also so ausgereift ist die Technologie noch nicht. Dass wir das jetzt wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren sehen würden. Das ist wirklich so eine Sache, die ich sehr, sehr gerne irgendwann mitbekommen würde. Aber naja, aktuell Wunschdenken, aber wer weiß, wie sich die Technik so in den nächsten 20 Jahren entwickelt. Mit TikTok und Co. Nein, Spaß beiseite. Komme ich hier nicht hoch? Safe, easy. Aber wie? Ah! Aha, ich verstehe. Mit der Schraube hier. So öffnet man den Weg. Hallihallo! Mal meine Ehre, hier lang zu sliden. Wuhu! Ich liebe diese Sprünge. Vor allem auch hier, voll geil. Du kannst, glaube ich, eine Abkürzung nutzen. Das müsste gehen. Ja, kein Problem. Aber du kommst, glaube ich, nicht raus, oder? Ah, du kommst zu langsam raus. Ich glaube, das ist zu langsam. Oder? Kleine Herausforderung. Ah, Schmutzdicker. Ja, es ist eindeutig zu langsam. Hey! Aber die Herausforderung wollte ich definitiv annehmen. Oh-oh. Wir brauchen ganz dringend eine Münze. Vielleicht bekommen wir ja hier irgendwo auf süß eine Münze.
Aber wichtig immer zu sagen, dass irgendwas auf... Oh, süß passiert, Freunde. Wow! Das war eine saftig-knaftig-maftige Geburt. Hallo, liebe Lava. Junge, ist Mario nicht irgendwie warm? So in voller Arbeitsklamottenmontur. Krass, dass ich da nicht drauf gelandet bin. Was ist hier drauf? Aha, nur ein paar Sternteile. Oh, gefunden. Da öffnet man also den Weg. Okay, dann warten wir nochmal ganz kurz, bis die Schraube dort unten sich öffnet. Kann das Ding bitte verrecken? Das Ding ist ganz schön nervig von der Seite aus. Okay, Mario, es wird Zeit, den Schuh zu machen. Thomas hat alles gesehen. Es wurde Zeit für Thomas, den Bahnhof zu verlassen. Verliert man das Item im Wasser? Ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, oder? Wir sollten vielleicht aufpassen. Okay, ja, so kann man das schaffen. Aber auch hier, wenn man keine Longjumps nutzt, ist es eigentlich relativ knapp, würde ich sagen. Alles in diesem Game ist ganz schön knapp. Yordle, juhu! Guck mal, Freunde, ich kann fliegen! Okay, die Eisblume wird definitiv benötigt. Und weiter geht's mit der freshen Mucke. Bum, 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 bum. Kein Problem. Hallo, lieber Pilz. Das wäre auch eine krasse Challenge. Mit einer Eisblume direkt rüber. Okay, mit einer Eisblume wird's, glaube ich, heavy. Da funktioniert es, glaube ich, nicht so ganz. Woo! Okay! Mit Fingerspitzengefühl, wie beim Basteln, Freunde. Und jetzt vorsichtig. Ja, Bro! Die Pirouette in der Luft, sie ist am Regeln. Wie ein Regelbuch, Freunde. Wow! Ich glaube, die Galaxy haben wir jetzt auch easy abgeschlossen, oder? Und so schnell kann man 3 Sterne sich snacken. Geil, da ist das Ding. Geile Meile. Und wir speichern mal. Aber auf süß. Okay. Gespeichert. Alright. So, dann haben wir jetzt... Oh! Ein Secret-Stern haben wir übersehen. Boah, das muss am Anfang da gewesen sein, wo ich lang wollte. Irgendwas habe ich übersehen. Ich wusste es. Ich wusste es, dass es da irgendwo einen Secret-Stern gab, aber ich habe den Eingang nicht instant gefunden. Ja, da rechts, da ist auch eine Feuerblume, habe ich gesehen. Okay, ich kann grob einschätzen, wo wir lang müssen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das gleich am besten oder am effektivsten machen. Okay, lieber Pinguin, nenn mich wieder Opa und ich werde dich so hardcore boxen. Hey, Opa! Unser Rennen letztens, ne? War voll cool. Ich hab Oma Bescheid gegeben. Hi. Du hast nur Glück, dass hier Eis ist, mein kleiner Junge. Jo, der ist echt ganz schön schnell. So. Oh Mann, Opa. Voll unfair, Mann. Ich werde Oma Bescheid geben, sodass sie richtig Stress macht, yo. Ist immer wichtig, als Slang zwischendrin Mann und Yo zu sagen. Da rechts. Rechts muss man irgendwo lang. Guck mal. Ah, wie kommen wir da hin? Mit einer Eisblume. Ist jetzt eine Eisblume hier am Anfang irgendwo? Da müssen wir hoch. Aber how? Ah, brr, ich bin auch blöd. Hier ist so eine Eisblume, oder? Hallo? Ich wollte gerade sagen, spring doch aus dem Wasser. Oder müssen wir diese Münze da einsammeln? Aha! Da ist das Ding. Ich wusste es. Ich wusste es, dass hier irgendwas war. Irgendein Secret oder so. Weil ich erinnere mich, weil der Secret-Stern hier ist sogar relativ ekelhaft, weil hier so richtig ekelhafte Fledermäuse gewesen sind. Genau, und weil man hier so einen Three-Jump oder so machen musste. Da. Der Stern ist ekelhaft. Der ist gar nicht mal so einfach zu holen. Wegen dem Three-Jump, der uns hier erwartet. Der hat's in sich.
Der hat's definitiv in sich. So, boom, 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 boom. Ja, Mann! Was verkacke ich denn im Dreisprung? Und here we go again. Bam, 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 bada, bada, bam, bam. Ich habe viel zu viel Kaffee heute getrunken, Freunde. 3 Tassen. Und es war zu viel. Ja, danke schön, dass es jetzt geklappt hat. Mein Gott, war das so schwer? Piu! Ja, das war genau die Szene, an die ich gedacht habe. Man braucht hier doch gar keine Feuerblume, hä? Never. Ich wollte sagen, man kann doch einfach hier so simpel rüberjumpen. Jumper, make a jump. Okay, geh mal weg, bitte. Thank you so much. Ach, hallo, ihr Marius! Genau diese dreckigen Ah! Oh Mann, genau diese Fledermäuse meine ich. Oh, die sind so gemein. Oh. Pah! Ja, Schmutzdicker. Okay. Ja, weil die Mechanik ist auch hier voll beschissen. Mario zieht sich nicht da oben, egal was passiert. Guck mal, er hält sich einfach nicht fest. Er hält sich einfach nicht fest. Du verreckst nur hier, weil die Mechanik richtig kacke ist. Weil Mario irgendwie nichts macht. Guck mal. Junge, hau einfach ab, du Drecksviech. Hallo, jetzt halt dich doch fest, Junge! Genauso wie gerade an der Kante! Warum hältst du dich denn nicht fest da? Ich habe genau diese Szene in Erinnerung, weil ich da jedes Mal verreckt bin, weil es einfach nicht funktioniert. Mario hält sich an der ersten Kante fest, kein Problem. An der zweiten Kante vergisst er, wie man seine Hände einsetzt. Keine Ahnung, er denkt sich so, Seife, Seife, was ist Seife? Bro, das war so stupid von mir. Boah, danke schön. Ich werde dich jetzt so eliminieren, Alter. Hau einfach ab. In der Ruhe liegt die Kraft. Oh nein, du brauchst eine Feuerblume. Du brauchst doch eine Feuerblume. Oh nein. Wenn das lieb ist, warum raubt es mir meine Kraft? Bro, du kommst ja never ever so schnell hier hoch. Weil Mario sich nicht festhält! Dankeschön! Oh! Junge! Dieses Level, Mann! Das ist gar nicht mal so cool! Okay, hier kommt man noch safe mit einem Tricky-Nicky-Jump hoch, oder? Warte mal, was kriegen wir hin? Nein! Oh Mann! Okay, wir kriegen das hin, okay? Wir nehmen den coolen Weg, nicht den langweiligen. Hier! Das ist nicht dein Kackernst, oder? Warum braucht man denn hier überall eine Feuerblume? Das ist so Betrug! Achso, man kann ja einfach rüberjumpen, okay, cool. Nein. Okay, cool. Das sind die nervigsten Gegner aller Zeiten, Mann. Nein! Nein! Mann! Wow. Junge! Wie können Gegner so nervig sein? Wie kann das denn sein? Bro, man denkt, Blooper sind nervig. Blooper sind ein Babyschiss dagegen, Mann.
gegen diese Gottverdammten. Die schubsen einen sogar runter. Komm her! Kämpf wie ein Mann! Komm her! Kämpf wie ein Mann! Oder kämpf wie eine Eisfledermaus! Du absolut nerviges Ding, du! Ich will dieses Level nie wieder spielen. Boah! Ist das eine nervige Mission? Das war knapp. Gebe ich zu. Wir haben es aber geschafft. Komm, was wolle, jetzt können wir gar nicht mehr verkacken. Man weiß ja nie, ob jetzt noch solche Viecher kommen. Das Level hat's in sich. Das Level hat's in sich. Das Level hat's in sich. Dieser Siku-Stern hat's definitiv in sich. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Das ist definitiv eine gute Herausforderung, Freunde. Kann man nicht anders sagen. Habt ihr den Kanal eigentlich schon abonniert? Ich frage so für ein Schulprojekt. Boah, was ein Level, Brudi, was ein Level. Okay, was eine Bad Bar, Freunde. Okay! Na, jetzt haben wir diese Galaxie wahrscheinlich hinter uns gebracht, nicht wahr? Geil, alles eingesammelt, was geht. Mit Zeit für die nächste! Und zwar, die Sandinsel-Galaxie feiere ich nicht so. Aber generell muss ich sagen, dass ich einfach Sand oder Wüsten nicht so gerne mag im Mario-Stil. Ist einfach so ein persönliches Ding. Der Luftstrom des Sandtornados. Wohin genau? So, da finden wir wieder ein paar wunderbare Sternteile. Aber wie gesagt, die Wüste feiere ich nicht so ganz tatsächlich. Auf geht's in die Wüste. Aber Wüstenlevel gehören zu Super Mario-Spielen dazu. Das gehört einfach dazu. Alter, Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade. Das kann nicht sein, das schaffen wir, oder? Als ob man so nicht abkürzen kann. Als ob das als ob Nintendo gesagt hat, nein. Der Spieler, der soll unbedingt den richtigen Weg gehen, weil wir haben das Game ja so konzipiert, dass der Spieler den richtigen Weg gehen muss. Und alles andere würden wir vom Team Nintendo nicht akzeptieren. Und ansonsten müssen wir Klagen einreichen. Und das geht so nicht, wenn der 9-jährige Timmy das Game anders spielt und nicht so, wie wir es wollen. Das geht so nicht! Muss man hier rüber oder gibt es nochmal einen anderen Weg? Einfach in die Röhre rein in der Hoffnung. Guck mal, man kann sogar perfekt drauf landen. Das war jetzt gerade clean. Hallo? Oh, das ist, glaube ich, das ist eine coole Gegend. Hey, Goomba. Ciao, Goomba. War mir eine Ehre, Goomba. Und einmal ducken. Oh, shit. Hoppala! Muss er nicht... Ah! Nein! Was ist denn heute los? Boah, ein Glücksspieler, das wenigstens. Boah. Wir gehen aber hier oben entlang. Das ist der einzig wahre Bossweg, alle sagen das. Ich habe das Gefühl, dass wir viel zu langsam sind. Oder wobei, das könnte schneller sein, wenn wir so lang gehen, ne? Ist sogar schneller. Cool. Und runter geht's. Hallo, liebes Spielchen. Was geht, liebes Spiel? Immer vorsichtig. Wir wollen ja nicht irgendwie in den Tod geraten, was gar nicht mal so cool wäre. Oh nein. Oh Mann, ich wusste nicht, dass da Gravitation ist. Miau! Junge, ich bin so sauer auf jeden Gegner hier im Game. Haut einfach ab. Oh nein. Ich hatte so übelst kurz Schiss,
dass wir jetzt irgendwie verrecken. Weg mit dir. Thank you so much, my boy. Thank you so much. You're such a nice guy. Und jetzt schnell weg hier. Danke. Und wir merken uns Gravitation. Junge, 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 Junge. Immer wieder schön solche Level, nicht wahr? Hey, gehört dazu. Yo, YOLO, ja. Ah, eine Feuerblume. Wahrscheinlich, um uns den Weg frei zu bahnen, richtig? Geil, ich hab Spaß, ich hab Spaß. Das ist einfach ein 2D-Level. Wow! Und weg hier! Ha, war mir eine Ehre, dieses Level zu bestreiten, Freunde der Sonne. Okay, so weit müssen wir noch nach oben. Jordli, hihu! Vorsicht vor den Kakteen. Hallo, lieber Vogel. Sorry, dass ich dich auf den Boden holen musste, aber ich muss auf Nummer sicher gehen und rein in den Mini-Tornado. By the way, ich finde Tornados richtig faszinierend. Ich gucke mir manchmal so Videos von Riesentornados an und denke mir jedes Mal, Junge, das ist so insane, was die Natur so zu bieten hat. Klar, die haben eine sehr, sehr krasse Zerstörungskraft, also so cool ist es irgendwo nicht. Also zumindest, wenn jetzt nichts schief gegangen ist oder keine Zerstörung stattgefunden hat, sich Videos von Tornados reinzuziehen, finde ich sau interessant. Also, ja, so langsam aber sicher ballert das Game hier ein bisschen von der Schwierigkeit her, ne? Jordli, hihu. Wie konnte ich das nicht schaffen? Ah! Jetzt aber! Geil! Krankes Level. Also, da, man merkt so langsam aber sicher, Niveau steigt an. Da wird es doch Zeit für Nivea Gesichtscreme, nicht wahr? Und immer vorsichtig vor dem freien Fall oder so. Okay, ja geil, wir haben es geschafft. Das war doch machbar, dieses Level, oder? Aber geil, Alter, man merkt hier so einen richtigen Niveauanstieg und das feiere ich. Das ist richtig cool. Liegt aber auch daran, dass ich diese Level schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Okay. Star Number 5 im heutigen Part. Bum, 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 bum. Freunde, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn dies der Fall ist, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member. Basti the Dark Empire. Zerbix Games, Maria, Klein Dampir, Sven Sommann und Florian. Und im nächsten Part werden wir Luma füttern. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.